Hi und herzlich willkommen in... Um den irgendwo und nirgendwo entlang der S3 gelegenen Bahnhof soll es heute aber gar nicht gehen. Vielmehr steht heute die Woltersdorfer Straßenbahn im Rampenlicht. Mit ihr wird das kleine Örtchen Woltersdorf am östlichen Berliner Stadtrand an das Berliner Schnellbahnnetz angeschlossen. Die Strecke ist eines der kürzesten Straßenbahnsysteme Deutschlands, nur 5,6 Kilometer und wird noch komplett mit alten Gotha-Wagen gefahren. Eine Fahrt in die Vergangenheit, ganz ohne DeLorean. Um an den Anfang der Geschichte dieser Linie zu kommen, bräuchte man trotzdem einen. Das war am 17. Mai 1913. Damals lag Oransdorf noch weit außerhalb Berlins, denn die Stadt Berlin, in den Ausmaßen, wie wir sie heute kennen, existiert erst seit 1920. Die Geschichte dieser Linie möchte ich hier auch gar nicht so weit abhandeln. Dafür gibt's Wikipedia oder eine Doku auf dem Kanal Bahnwelten. Nach dem kurzen Blick in die Vergangenheit geht's mal wieder in die Gegenwart. Auf dem Weg vom S-Bahnhof Oransdorf zur Woltersdorfer Schleuse legen wir 8 Unterwegshalter ein. Die Strecke ist komplett eigengleisig. In der Schleusenstraße ist die Strecke mit 67 Promille noch eine ziemlich steile Angelegenheit. Dabei springt die Strecke mehrfach zwischen den Straßenseiten, um das Ganze für die Triebwagen verträglich zu halten. Fahrspannungstechnisch sind wir mit 600 Volt Gleichspannung unterwegs. Für Zugbegegnungen kam man auf die brillante Idee, 3 kurze Begegnungsabschnitte einzubauen. Einer liegt mitten im Wald, die sogenannte Waldweiche, kurz vor der Stadtgrenze. Die anderen beiden sind in den Haltestellen Berliner Platz und Thälmannplatz zu bewundern. Ein letzterer ist auch der Abzweig zum kleinen Betriebshof. Dort kümmert man sich um die 7 Trieb- und 2 Beiwagen, die derzeit betriebsfähig sind, wobei die Beiwagen im Normalfall nicht mehr fahren. Stattdessen verdichtet man in der Hauptverkehrszeit unter der Woche vom 20 zum 10 Minuten Takt. Was für eine 8500 Einwohnergemeinde, die einfach nur eine Verbindung nach Berlin braucht, schon eine Ansage ist. Zusätzlich hat der Betrieb mit historischen Fahrzeugen noch historischere Fahrzeuge. Das sind 3 Trieb- und 2 Beiwagen, die bei Sonderfahrten zum Einsatz kommen. Der Triebwagen 2, zu dem ich leider kein Bild habe, gehört dabei noch zur Originalausstattung der Strecke. Doch fahrzeugtechnisch muss man auch in Woltersdorf irgendwann im 21. Jahrhundert ankommen. Und so machte man sich auf die Suche nach Herstellern, die noch kurze, einteilige Fahrzeuge herstellen. Das ist heutzutage alles andere als leicht und zum Beispiel ein Flexity wäre mehr als Overkill. Letztendlich ist man bei Motrans, hoffentlich richtig ausgesprochen, im polnischen Poznan fündig geworden. Man hat 3 Fahrzeuge des Typs Modorus Gamma LF10 AC-BC bestellt. Eine Option auf ein viertes Fahrzeug besteht. Wobei scheinbar das LF für Low Floor, also Niederflur, die 10 für die Fahrzeuglänge in Metern, das AC für Air Conditioning, also Klimaanlage, und das BC für Bidirectional, also Zweirichtungsfahrzeug steht. Nagelt mich aber bitte nicht drauf fest, können auch ganz andere polnische Bedeutungen sein. Das erste Fahrzeug davon kam vor kurzem nach Woltersdorf und ist für Test- und Schulungsfahrten unterwegs. Die Neufahrzeuge sollen dann die Gotha im Regelbetrieb ablösen. Sie sollen aber weiterhin als Reserve vorgehalten werden. Abschließend möchte ich noch sagen, dass am 19.05.2024 zum Schnapszahljubiläum 111 Jahre Woltersdorfer Straßenbahn Hoffest auf dem Betriebshof ist. Also ab nach Oransdorf, rein in die Straßenbahn, am Thälmannplatz aussteigen und ein wenig dieses kleine, aber feine Straßenbahnsystem feiern. Und damit sage ich, tschö mit Ö und bis bald!